Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Build Fallout 4, Rise of the Commonwealth. Die Herrschaften sind noch fleißig zugange. Naja, Was? fleißig ist was anderes, quatsch mich nicht an. Ein paar sind schon fleißig, sie. Ja, hat hier so eine Art. Was hat sie denn hier? Hallo? Ehrliche Eislandwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Hi, willst du was kaufen? Ah. Wie läuft das hier? Wo du gerade fragst, die Lebensmittel sind knapp. Man kann kaum noch an was anderes denken, wenn man ständig Hunger hat. Ja, gut. Lebensmittel, ja, ihr müsst euch auch selber drum kümmern. Er steht da und weiß noch nicht so genau, was er machen soll oder was. Wir müssen was unternehmen, damit diese Raider-Angriffe aufhören. Okay, zack, zack. Noch eine Bar? Das ist auch nochmal ein Verkaufsstand wahrscheinlich. Ja? Na, nix. Also er ist am Rumscrappen. Er ist unser Sammler. Ja, wir standen doch vorhin hier an der Bar. Hat die sich wieder aufgeploppt oder wie? Nochmal rebuildet oder so. Naja, das scheint hier auch nochmal so eine Art Verkaufsstand wahrscheinlich zu sein. Was? Nix, nix. Ach, und meine Siedler haben keinen Namen. Die Mod hat sich verabschiedet. Sie geht einfach nicht mehr. Ich habe sie deinstalliert. Ist auch nicht so schlimm. Die verdammten Raider haben hart zugeschlagen. Ja. Wo fangen Ja. wir denn an? Nein, Preston. Nix. Wo fangen wir denn an? Wo gehen wir denn hoch? Das nimmt alles kein Was? Ende hier. Nein, nix, nix. Gehen wir hier hoch. Also, sie brauchen Nahrung. Hätte ich eine Idee, aber lasst die erstmal hier fertig machen. Draußen gibt es doch so Kästen, da könnten wir ja. Apartment gebaut. Draußen gibt es ja so Kästen, wo wir Mutterbeeren einpflanzen können. Hier. Könnte eventuell vielleicht. Nein, geht nicht, weil hier sind Treppen. Okay. Also, Plan geht nicht. Ich dachte, man könnte hier noch was hinbauen. Aber hier, schau da. Sie ist Mit auch der Ernte fertig. läuft es ziemlich gut. Ach nee, das ist Security, genau. Security. Bist du Security? Okay. Ich könnte ja Asam Sensor anmachen und gucken, wer noch keine Wohnung hat und die da hinschicken. Aber dieses rote Flackern geht mir auch auf die Nerven. Also, lassen wir erstmal so. Wir gucken ein bisschen. Hier sind auch zwei Apartments nebeneinander. Was? Nichts. Ich weiß nicht, was ihr alle wollt. Hier hat sich jemand auch schon ein Apartment hingesetzt. Was natürlich blöd ist hier, kommt man jetzt die Stufen nicht hoch. Kann ich denn selber ein Brett da dran machen? Baut sie jetzt was anderes oder was sollte das? Nee. Sorry, aber du musst ein anderes Modell bauen. Man kommt da nicht entlang. Ach so. Ja, knock it down. Sorry. Muss was anderes bauen. Du kannst ja nicht die Ecke da. Das ist ein bisschen buggy. Dass die Wege versperren. Wachposten. Sehr gut. Weitermachen. Muss ich selber für die Elektrik sorgen? Ich habe gerade gesehen, hat keinen Strom. Der hat Strom. So. Hier Gärten. Schön. In höhiger Luft. Da geht's runter.
Ja, sie hat es jetzt anders gebaut. Gut. Es war halt wieder hier mit Schlafsack unten drunter. Aber sie hat keinen Strom. Beispielsweise. Neun Betten auch erst. Das wird happig. Das wird wirklich happig hier. Vielleicht sollten wir ein paar Siedler hinterher mal wegschicken, oder? Wenn alles bebaut ist und... Hier stehen sie rum. 10 Betten. Die zwei sind sich noch nicht einig. Ja. Hier hat sich jemand auch eins gebaut. Könnte jetzt wahrscheinlich einen Siedler mal nehmen. Guck mal her. Okay. Klinikmaker. Okay. Ja. Arbeit habt ihr hier aber genug. Zum Beispiel du. Hier. Das ging gerade nicht. Komm mal her. Zuweisen? Nein, geht nicht. Er will nicht. Sie ist jetzt Ärztin. Dickerchen, komm mal mit. Willst du? Zuweisen? Er will auch nicht. Du? Du vielleicht? Ah, ist schon jemand. Ist auch blöd gemacht hier. Also nicht blöd, aber... Zuweisen! Okay, die weisen sich vielleicht selber zu. Aber sie hat den Platz der Ärztin eingenommen. Die anderen halt... Ja, macht doch, was ihr wollt. Das ist... Was ist das denn für ein Store hier? Weapon Store Maker. Was ist das hier? Clothing Store Maker. Das haben wir. General Store. Bar haben wir. Ja. Ihr könnt eigentlich auch jemand als Schutz dienen, oder? Hey. Ja, nee, ich mische mich da erstmal nicht ein. Wie schaut's mit Betten aus? 11. Hier ist auch so ein kleiner Rüstungsstore. Da mische ich mich erstmal nicht ein. Ist auch noch nicht zugewiesen. Ja. Gut, sollen die erstmal selber machen? Sie ist zugewiesen, also vielleicht gehen die wirklich selber dorthin, dass ich da gar nichts großartig machen muss. Also, er scrapt alles, da ist ein Store. Hier sind drei, die sich um ein Bett streiten. Hier ist ein Bett. Hier ist ein Bett. Hier. Und sogar hier in der Ecke. Bett
sind 11. Aber ich sehe auch keinen Platz mehr, wo sie noch bauen könnten. Es ist jetzt auch die Frage, für wie viele Siedler hat King Garth alles konstruiert? Das müsste ja auch eigentlich mal gesagt werden, oder? Gut, er hat gesagt, wir können hinterher mit eingreifen. Das heißt, hier zum Beispiel könnte man ja weiter bauen hier draußen. Könnte man, wenn der Boden nicht so blöd wäre. Oder auch in Sanctuary. Da ist ja vorne an der Brücke nicht großartig bebaut. Und dort werden sie auch nicht bauen. Das heißt, du kannst selber dort Häuser noch hinstellen für Siedler, die kommen und ja, kein Platz mehr ist. Aber wie schaut es jetzt aus? Energie ist gut einigermaßen. Aber Betten und so halt noch nicht. Da muss noch was getan werden. Aber wie kann ich euch da weiterhelfen? Muss ich euch da helfen? Ich meine, gut, es ist halt nichts mehr da. Hier kann man nicht bauen, weil hier die Treppe ist. Hier hat schon jemand gebaut. Spielen Spielchen hier. Oh Gott, stehen alle hier rum. Da könnte jemand noch sich hinstellen als Wachposten. Aber so wirklich genug Betten haben wir nicht. Sie sind eigentlich fertig. Es ist wirklich nicht für viele gedacht hier. Was können wir denn da machen? Wir könnten... Ich weiß nicht. Hier noch was rüberbauen. Das geht. Ist die Frage. Ich meine, den. Muss der hier mittendrin stehen? Dann könnte man nämlich hier noch so ein Ding hinmachen. Ja, sie sind erstmal fertig, so wie es aussieht. Ich bin überlegen, ob wir den Stil beibehalten, hier diese Dinger da. Dass wir einfach hier so... so Fertigdinger nehmen. Wenn ich so eins hier hoch hinbaue... irgendwie... ein Teil da reinbaue. Geht das? Von der Größe her, das ist nämlich jetzt die Frage. Das würde so anklatschen. Ei, ei, ei. Soll es aber nicht so, das soll's. Ja. Perfekto. Geht. Das geht. Dann versuchen wir doch hier an der Wand da auch nochmal so ein halbes Haus hinzustellen.
Jetzt wird's aber hier fusselig. Nee, das dutscht nicht da drin. Ah, das ist mit Rückwand. Dann könnten wir das doch. Aber dann wäre hier alles zugebaut, weil es zu eng dann wird. Hier. Muss ja keiner reinkommen, oder? Gut, hätten wir hier auch sowas. Und dann... Nee. Ja. Okay. Und wie ihr seht, sie bauen. Sehr schön. Wir müssen dann selber nur für Strom sorgen. Die sind dann halt ein bisschen außerhalb. Das ist ja nicht so wild. Jetzt ist die Frage, könnte ich hier so ein Dach dran machen? Dann wisst ihr, was ich meine? Hier so. Aber es sieht nicht danach aus. Hätte ich jetzt Snap Anywhere oder Everywhere, dann würde es gehen. Das geht auch nicht. Okay, das geht nicht. Passt denn noch so ein Teil da rein? Ja, nicht wirklich, oder? Schwebt. Was ist in deinem Weg? Ach, die Mauer. Nee, das ist blöd. Moment mal. Ich lass mal da stehen. Nicht so eine Hütte. Ach, das ist so eine Eckhütte. Naja, das ist ein ganzes Haus, brauchen wir nicht. Ich bräuchte eigentlich eine Hütte, die das wird zu schmal. Eigentlich nicht. Und dann noch so ein Teil da dran. Also jetzt nicht das hier unbedingt, aber... Könnte man, wenn man wollte. Nee, gefällt mir nicht. Wenn dann so. So ditcht es nicht dran, ne? Okay.
Ist aber nicht okay. Wie kommt denn der da rein? Was hat er sich denn da gebaut? Es wird schon eng hier. Nein, das... Das geht ja gar nicht. Yes. Man muss was anderes da hinstellen. Mal sehen, was der wieder da fabriziert. Weil wenn er nämlich vorne reingeht, kommt wieder meine Stimme. Das so lassen. Schwebt halt ein bisschen. Moment mal. Macht ja nichts. Kann ich das da runterschieben? Nee. Ja, das ist okay. Ach, so wild ist es auch nicht, dass es schwebt. Machen wir so eine Treppe von Sim dran. Hier so eine Holztreppe. So. Dann machen wir nicht da. So, hier. Noch so ein Teil. Da rein. Ja, ist jetzt ziemlich eingeflutscht. Geht es nicht ein bisschen raus? Ach, von mir aus. So wird es auch nicht. Braucht halt Strom. So. Komm mal weg. Also. Ja, man kann damit leben, oder? Ich meine, huch, wird schon gebaut. Es ist wirklich wahrscheinlich hier zu voll, dass sie nicht weiterbauen. Von dem her finde ich das gar nicht mal so schlimm. Könnten hier noch was hinbauen. Und hier an der Wand. Ja. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Ich würde sagen, ich beende erstmal. Im nächsten Part schauen wir mal, wie sieht es denn hier vorne aus. Kann man vorne? Aber das glaube ich nicht. Da, oh. Hier könnte man doch... Passt da nicht was rein? Mal so. Frag. Doof. Nee, das ist zu dick. Ja, hier vorne versinkt halt alles. Ansonsten hätte ich gesagt, können wir hier auch noch was hinbauen. Kannst du mal kurz ausprobieren. Vielleicht ist es ja gnädig mit den Teilen hier. Nein, wie ihr seht, nein. Sagt nö. Es versinkt. Es versinkt. Schade. Also es leuchtet einmal kurz blau auf, aber... Nein. Wenn es halb im Boden ist. Ja, nee. Das kann man hier vergessen. Ja. Nein, nein.
Butterpflanzen. Die haben sie doch alle gescrappt. Ja, ist halt irgendwie buggy noch. Sie konnte ich mal scrappen, aber jetzt wieder nicht. Also hier direkt am Eingang wäre auch blöd, etwas hinzubauen. Wenn man da einen Boden machen würde, würde das gehen. Einfach mal kurz die Breite schauen. Nein. Gut. Hast du nicht zugewiesen? Ja, die wollen alle nicht. Hey, mach doch das hier. Was Dalatraf in hat, was hat er Defizit and was unable? Sieht ihm was? Ach, wenn ich. Ich kann nicht auf Pause drücken. Maintain and was unable to maintain everything. Everything where maybe. Ich hab es nicht mitbekommen. Irgendwas ist nicht ganz koscher. Vielleicht zu viel, zu wenig. Komm, tu was. Mach was. Tu was. Ja. Nein, die gehen da nicht hin. Also mit der Ärztin hatte ich Glück, dass sie da hingegangen ist. Ja, ihr Lieben, tut mir leid. Gut, ich würde sagen, dann lasse ich das auch erstmal. Ja. Okay, ist halt wieder so im Bett, aber ja, was soll's. Die müssen ja glücklich werden. Und wenn sie glücklich sind, ist es ja gut. 14 Betten haben wir. Vielleicht sollte ich 5 Siedler wegschicken. Irgendwo anders hin. Denn, ja. Tut mir leid. Es ist halt doch nicht für so eine Menge geeignet. Gut, im nächsten Part werde ich gucken, dass ich ein bisschen Strom mache hier rein. Für draußen da. Wahrscheinlich eine Windmühle oder so. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, bis dahin. Adios.